Heute ein kurzes Update, mal ganz spontan bei diesem wirklich genialen Wetter da draußen. Und zwar habe ich eine neue App, mit der ihr richtig, richtig geiles Fernsehen schauen könnt. Ja, ich habe euch ja mal hier Live-TV vorgestellt. Ich habe euch irgendwelche Internetseiten, die ihr über einen Browser öffnen könnt, vorgestellt. Und jetzt habe ich was, was wirklich durch die Decke knallt. Ihr geht einfach mal in den App Store und sucht die TV-App Magine TV. Oder Magine TV, wie auch immer ihr das nennen möchtet, ladet euch diese App einfach mal herunter. Ich öffne die gerade mal und das öffnet sich dann so. Ich habe es jetzt auf dem iPhone schon aktiviert. Hier noch nicht. So, jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch direkt ganz schnell über Google oder Facebook einen Account zu erstellen, in Form, dass ihr eure Daten freigebt. Ihr könnt aber auch auf die Magine-Website, magine.com, glaube ich, ist das. Direkt in einem normalen Formular einfach per E-Mail registrieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssten wir auch direkt reinkommen. Das tun wir auch. Wir kommen direkt rein. So, jetzt sind wir hier in der Option auf dem iPad. Wir haben jetzt hier alle Sender. Ich kann das auch mal eben zeigen. Wir können dann hier einfach mal RTL anklicken. Genau, dann sehen wir, was aktuell läuft. Dann können wir uns direkt in das Live-Programm reinbegeben. Das dauert einen kleinen Moment. Mein WLAN. Genau, jetzt sehen wir direkt im RTL Live-Programm, wie ihr seht. Das funktioniert wunderbar, richtig geil. Qualität wird immer angepasst, man darf nicht zu viel erwarten, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich zeige nochmal, das ist ja ganz wichtig. Das müssen wir hier oben mal zeigen. Hier oben momentan bin ich im Flugmodus. Ja, da gehe ich jetzt mal eben raus. Genau. Jetzt habt ihr es gar nicht gesehen. So, jetzt machen wir hier das WLAN auch aus. So, jetzt müsstet ihr hier 4G haben, genau. Ah, jetzt sehen wir auch, dass es funktioniert. Jetzt wird die Qualität gerade hochgestuft. Jetzt kommt der langsam rein. So, also man sieht auch, im 4G funktioniert das alles ohne Probleme. Und wir haben die RTL-Spartensender hier, ja. Ich kann das am Rand gerne nochmal zeigen. Wir haben, das ist halt das mega geile an dieser App, wir haben die Möglichkeit, hier das RTL-Programm zu sehen. Das heißt, es ist Vox mit dabei, es ist RTL 2 mit dabei, es ist RTL dabei, es ist RTL Nitro dabei. Öffentlich-rechtliches Programm haben wir ja auch. Wir haben Six dabei, wir haben Nick dabei, wir haben sogar Comedy Central. Da läuft ja auch ab und zu immer mal was richtig, richtig Geniales. Das geht ja immer erst ab 10 los. Und ja, das macht richtig Spaß. Sat.1 Gold ist dabei, Eurosport 2 ist sogar dabei. Der Big Bang läuft gerade auf ProSieben und man sieht hier auch, ja, das wäre so eine Sendung, wo die Sender sagen würden, oh, da haben wir jetzt Lizenzbedingungen, das würden wir nicht ausstrahlen. Mit Gene TV strahlt es aus. Ja, The Big Bang läuft hier gerade richtig, richtig geil. So, Penny, habe ich übrigens bei Instagram. Hatte Penny bei Instagram, der Hammer. Genau, also ihr seht schon, auch im 4G funktioniert es ohne Probleme, nachdem es kurz ein bisschen gehakt hat hier mein Netz. Aktiviere den öffentlichen Zugang. Öffentlicher Zugang aktiviert. Ja, yeah, sehr genial. Das ist Wahnsinn. Bis dann. Nein, warte, warte noch. So, okay. Also ihr seht, wir sind immer noch hier oben im 4G. Es funktioniert alles wunderbar. Ihr könnt diese App auf dem iPhone und auch auf dem iPad nutzen. Und es funktioniert mobil und im WLAN. Also es gibt ja zum Beispiel bei Zato die Option, dass viele Sender nur im WLAN zu sehen sind. Die wollen jetzt auch noch eine pa die haben auch irgendwie die Pauschale erhöht. Und da kommt jetzt dieses Magine TV oder Magine TV, sag ich immer. Und fickt die alle so ein bisschen auseinander, wenn man das mal auf gut Deutsch sagen kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit Magine TV, ja. Die App runterladen. Alles kostenlos momentan noch. Magine TV runterladen, Spaß haben. Das funktioniert natürlich auch auf dem iPhone. Ja, da macht es auch richtig Spaß, wenn man mal unterwegs ist und irgendein Fußballspiel schon losgeht. ARD, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTL 2, Kabel 1, RTL Nitro, alles mit dabei. Richtig geile App. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Guckt legal und kostenlos Fernsehen. Ich glaube, die Zeit von Zato TV oder wie das hieß, ist abgelaufen, denn jetzt kommt Magine TV. Ich wünsche euch viel Spaß mit der App. Ladet sie euch runter. Bis bald, euer Chris.